Ja, hallo, willkommen, mein Name ist AnibalP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich werde, glaube ich, jeden Part jetzt hier anfangen, das ist so geil. In der letzten Folge haben wir einige Parallelquests gemacht und ich glaube, in den nächsten Parts wird es auch nichts anderes erstmal geben. Ich habe Bills Training nicht abgeschlossen, aber ich habe seine Freundschaft maximiert. Außerdem habe ich ein Level Up bekommen, meine Attribute sehen jetzt so aus. Ich habe jetzt alles in den Grundangriff noch reingepackt. Und ich habe eine anständige Setseele mal, wie im Super Saiyajin Schlussverkauf. Ich weiß nicht mal genau, wo ich die herbekommen habe. Allerdings hat die einen sehr geilen Effekt. Und zwar kann ich damit länger transformiert bleiben. Und die richtigen Werte gehen sogar hoch. Also ja, auf jeden Fall perfekt. So viel dazu. Ich kann jetzt, weiß nicht, irgendwie eine Minute oder so in Super Saiyajin bleiben. Das ist fantastisch. So, Bills. Dein Training kann weitergehen. Ach ja, du bist mein Schüler. Das habe ich fast vergessen. Super. Es ist früh, dass ich dich trainiere. Ich bin der Gott der Zerstörung. Also habe ich Son Goku gerufen. Du kennst ihn, oder? Er will mit dir trainieren, als Super Saiyajin Gott. Du kannst aber die Kraft eines Gottes spielen und er ist schwächer als ich. Ich werde von dir zusehen. Viel Glück. Wart 6. Ich wusste ja, der Training nicht leicht wird, aber jetzt schon auf 6. Das ist ein ganz schön extremer Meister. Okay. Göttliches Gefühl. Das klingt falsch. Der greift überhaupt nicht an. Er schlägt auch irgendwie nicht zurück. Ja, sollst du vielleicht. Irgendwie machst du mir nichts. Boah, ist das ein Pisser. Weißt du, wartet die ganze Zeit, bis ich auflade, ne? Dann, wenn ich abfeier, geht er einen Schritt nach unten. Sehr gut. Was? Kommst du doch einmal her? Sehe ich mal gar nicht rein. Super Saiyajin God wa jikan ire ka. Ma, ii daro. Mo chotto dake yousu o mite age yo. Sukoshi dake kimi ni kyoumi mo deta shi ne. Sehr gut. Okay, das war einfach, weil es nur irgendwie nichts gemacht hat. Der Kampf fängt an. Das hab ich schon. Anscheinend. So, das war noch recht chillig. Also kann jetzt ruhig Neues kommen. Ich habe gar nicht geguckt, was ich bekomme dafür. Du hast dich gegen den Super Saiyajin Gott geschlagen. Legen wir eine Schippe zu. Ein Training darf nicht zu einfach sein. Was? Du hast keine Fähigkeit in diesem Training erhalten? Die Stärke eines Gottes zu spüren heißt nicht, etwas gelernt zu haben. Du lernst gerade die Fähigkeit eines Gottes, als gibt dir mehr Mühe. Starke Fähigkeiten sind nicht genug. Du brauchst einen starken Willen. Und jetzt geh und trainiere. Ich werde mich hier ausruhen. Ohio. Du bist besser geworden. Das merke ich an deinem Ki. Aber wenn man deinen Ki erkennt, ist das keine wahre Stärke. Ich habe meinen Aufseher Wiss gerufen. Du trainierst mit ihm. Ich werde von dir aus zusehen. Was? Warum ich dich nicht trainiere? Solche Details können dir egal sein. Also gut, wenn du dich gegen Wiss gut schlägst, bin ich dabei. Achte auf die Zeit. Komme ich nach Ablauf der Zeit dazu, wird es schlimm. Wenn dieses Training, dann bringe ich dir die perfekte Fähigkeit bei. Wiss ist gelangweilt, er geht ja schon. Du sollst bald beginnen. Gut, Gott der Zerstörung. Wiss TP nach 2 Minuten zu hoch. Ich muss, dann ist der Kampf vorbei, oder was? Ach, ich balle mein perfektes Kamehameha auf den die ganze Zeit. Und dann geht das schon. Meister, Meister. Ja. Irgendwie ironisch, ich weiß. Ja, ja,
So, ich bin bereit. この方を鍛えるのはあなたの仕事ではありませんか? いいじゃないか。弟子の弟子だ。お前が協力しても問題なかろう。全く。では少しの間、私がお相手をして差し上げましょう。まあや。 Hey, was? Macht sich einfach unsichtbar. Ich will gar nicht wissen, wie stark der ist, wenn der volle Möhre rausgeht. Ich will gar nicht wissen. Da ist beide. Nur eine Minute, weil irgendwie eine Minute hier am Quasseln wart. これはもしかして、もしかするかもね。よし、ウィス、交代だ。僕が相手をする。おや、ビルス様。やっとやる気を出していただけました。では、私はこれにて。Es wird doch kämpfen. Okay, dann mach ich dich platt. Was? Boah, ich hasse das, wenn ich angreife und das bringt mich. Wo ist das? Okay. Wo ist das? Und das! Und wenn du näher kommst, den hier. Wuff. Jawohl. Das hat gleich nicht über Son Goku auch gesagt im Battle of Gods. Ich bin nicht Son Goku. Ah. Ja. Sagt der Shubai? Shinbei? Mitten in die Fresse. よし、ここまでだ。君の強さはよくわかった。なかなか楽しめたよ。ihr blutet. Ich habe mit dem Bluten gewacht. Gut, es Gott der Zerstörung. Muss ich wahrscheinlich ausrüsten, ne? Guck mal, wie lange ich hier mit Parzeitschimmos bin, ne? Also, läuft halt immer so nach dem Kampf immer ab. Dieses Mal nicht. So, kommt jetzt schon das letzte Training, ne? Beeindruckend, ich hätte nicht gedacht, dass du dich so gut schlägst. Ich habe eine Schippe zugelegt, aber das hat... Oh, du hast kein Problem damit. Du bist interessant, aber mein Training sollte dir mehr Probleme machen. Okay, ich zeige dir jetzt die neue Fähigkeit. Es ist die Wut der Gottes, ist Gott der Zerstörung. Damit kommst du selbst klar. Trainiere sie so lange, bis du sie gemeistert hast. Du bist viel stärker, als ich dachte. Ich bin überrascht. Ich sollte ein paar Dinge überdenken. Trainiere so lange alleine. Glaube ich nicht stärker werden als du, ne? Boah. Mächtige Kiebel mit großer Reichweite aus den Fingern. Ohio. Es kommt plötzlich, aber das nächste Training ist das letzte. Ich habe dir gezeigt, wie man Zeit totschlägt, aber das ist jetzt anders. Es ist wie in dem Sprichwort mit dem eigenen Kind und den Wölfen. Moment, oder war es ein anderes Sprichwort? Nach diesem Training zeige ich dir meine letzte Fähigkeit. Ich kämpfe jetzt gegen dich. Ich muss mich wieder ein Meister verhalten. Aber wir beide spielen den Unterschied nicht liegen. Ich bestimme das Ende. Beginnen wir also. Zeig mir dein ganzes Wesen. Sphäre der Zerstörung. Okay. Jetzt dieser eine rote Ball, ne? Den auf die Erde losgelassen hat. Im Film. Battle of Gods. Kampf der Götter. Ihr wisst schon. Ihr kennt euch doch mehr aus als ich, oder? さてと、今回はちゃんと君に稽古をつけてあげよう。さあ、気が変わらないうちにかかってきなさい。Ich finde die Musik so geil, ne? Na, gucken wir mal.
Das alles? Das ist nicht gerade Wut. Das ist mal fabulous. Diese Seitenschritte, die gehen mir so auf den Nerven, ne? Ist noch reingeflogen. Na ja. Boah. Nein. Das Problem das hier wieder. Das hat gefühlt war es aber noch nicht. Da kommt noch irgendwas. Er kann kontern einfach während meines Konters. Das ist ein extrem langsamer Angriff. Ich habe mir erst überlegt, ob ich eine andere Ultimate-Attacke mal nehme. Ich habe nämlich die Ultimate von Bo gelernt. Den Zerstörungsball, den er mit dem der IR zerstört hat. Den Angriff finde ich auch geil. War echt schwierig, aber ich bleib beim Kamehameha. Mein Gott. Komm her. Ja, das war irgendwie einfacher. Und zum Gokus Training am Ende irgendwie schwieriger. Sehr schön. Training mit Bills abgeschlossen. Schräg ab jetzt wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ah, okay. Jetzt brauchen wir glaube ich nur noch 4 Meister, ne? Oh, 12 Minuten hat gar nicht so kurz gedauert. Es war ein toller Kampf. Ich war schon fast nervös. Ich sage dir, warum ich dein Training jetzt beende. Ich bin der Gott der Zerstörung und du bist mein Schüler. Son Goku und Vegeta haben alles allein trainiert und kommen selbst zu euch. Es ist nicht fair, dass ich dich trainiere. So sehe ich das als Gott. Außerdem glaube ich, dass du schon allein gegen sie kämpfen kannst. Also zeige ich dir die letzte Fähigkeit und das beendet unser Training. Ich werde eine Weile schlafen und stärke dich im Kampf gegen die Rivalen. Also dann, gute Nacht, Gen. Okay. Kein neuer Meister. Wupp. Muss ich offscreen wieder suchen. So, ich hätte gerne wieder meine Stirb-Stirb-Raketensalve. Mit meiner riesigen überwältigen Kirchsversion, die vom Gott der Zerstörung kommt. Können wir mal ausrüsten. So, vielleicht zerstöre ich dich. Verbessert Fähigkeit vom Gott der Zerstörung. Ja, muss jetzt aber nicht. Für meine jetzige schon am besten. Hallo, ich kann länger transformiert werden. Das heißt, ich kann länger spammen. So, Potara-Krieger, Vegetto, besiegen. Uah. Hm, also nicht. Zellspiele fortgesetzt. Das war nach mir erstmal das hier. Das klingt nicht so schwer. Also nur 2 Gegner. Bei den anderen sind irgendwie 3-4 Gegner immer. Minimal. Ja, nehmen wir natürlich dich mit. Ein gespiegelter Kampf. Wir haben zwar beide wahrscheinlich voll viel HP, aber vielleicht muss ich ja nicht gegen beide auf einmal kämpfen. Der Gott der Zerstörung und sein Meister. Außerdem muss ich hier niemanden beschützen. Oh Gott. Oh Gott, wortwörtlich. Hi. Ja, das könnte ja lustig werden. Ja, jetzt machen wir die Dings ein. Ja, genau den. Hilfe, zieht das viel ab. Wahrscheinlich, weil ich hier die Setzele ab. Ja, den Typen hier. Als Hilfe. Okay, ist gut. Hör jetzt auf.
Komm mir daher. Wenn du wieder herkommst, ne? Ja. Da kommt ein Meteorit auf mich zugeflogen. Friss das. Hilfe! Wir sind halt so laut. Friss das. Was? Oh nein. Okay, gut. Oh, das war knapp. Wurf. Wurf. Mann. Und jetzt sehen wir noch. Unterwelt? Mein Gott. Boah, kommt der direkt davor. Fang das. Wenn Bills jetzt davor kommt, ist perfekt. Schade. Jawohl. Ja, das ist nicht so schwer. Also, wir werden jetzt beide wiederbelebt. Bist du eher das? Okay, ist vorbei. Mann. Wahrscheinlich wäre es richtig abgegangen, wenn die ultimative Finisher passiert wäre. Aber die muss ich ja alle offscreen machen. Ja, nützt es auch, die nochmal zu machen, ne? Dann sieht man die gleiche Quest nochmal, wenn man Pech hat. Ich kann irgendwie nicht so bestimmen, ob ich den Finisher schaffe oder nicht. Das ist halt Zufall manchmal. So, haben wir noch eine, die jetzt nicht so lange gehen könnte. Okay. Hol 6 Dragon Balls zurück. Das machen wir doch, das schaffen wir doch bestimmt. Einfach die Gegner krass ignorieren. Upsala. Bin noch zu sehr Training gewöhnt, wo ich mal zweimal Builds mitgenommen habe. Damit das schneller auflevelt. So, 8 waren beim letzten Mal noch übrig, als ich gezählt habe. Also haben wir jetzt danach nur 6 übrig. この。Sind übrigens immer Namek Dragon Balls, ne? Nie die kleinen. Boah, irgendjemand hat den wieder eingesammelt. Nein, du besser. Wer hat den? Her damit, her damit. Ich hab Spinne. So, verpisst euch. Das ist mein Dragon Ball. Manchmal frage ich mich echt, was die computergesteuerten Hilfscharaktere machen. Meine, greifen die überhaupt an manchmal? Ich glaube, das nehme ich nicht. So. Wisst euch, das ist meiner. Meins. So, okay, wahrscheinlich müsste man die erledigen, ne? Ja, wäre kein Problem. Majin Buu, echt? Und die haben die Dragon Balls, merke ich gerade. Gut, dass die hier hinbringen. Nimm den Ball ab.
Nicht gut, dass er direkt hier hinbringt. Ist echt nett von euch. Hat den gefangen? Habe ich den? Ja. Danke. Ja, und werde ich die Offscreen natürlich erledigen, damit ich die Punkte kriege, ne? Den ultimativen Finisher. Ja. Gut, dann war's das für diese Folge, würde ich sagen. Ich werde dann Offscreen einen neuen Meister suchen, den wir Training beginnen können. Im nächsten Part. Dann machen wir weiter Parallelquests, so die letzten. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.